Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März 2021. Alles, was ihr wissen müsst. Folge 4, Leistungsbilanz. Im April geht nach 5 Jahren die 16. Legislaturperiode des Landtags zu Ende. Es war eine arbeitsintensive Zeit, mit einigen Rekorden. Die Zahl der Drucksachen, also Dokumente wie Anfragen und Gesetzentwürfe, ist auf knapp 10.000 gestiegen. Ein Rekordhoch. Das sind ca. 1.900 mehr als in den vorigen 5 Jahren. Die Regierung und Fraktionen haben von 2016 bis 2021 insgesamt 218 Gesetzentwürfe in den Landtag eingebracht. Davon wurden dann 163 Gesetze beschlossen. 144 Mal kam das Parlament zusammen, führte zahlreiche Debatten zu aktuellen Themen wie Bildung und Umwelt, beschloss Gesetze und stimmte Staatsverträgen zu. Auch die Ausschüsse haben einiges geleistet. Die 12 Fachausschüsse hielten insgesamt rund 600 Sitzungen ab. Dazu kommen noch 61 Sitzungen der 3 Untersuchungsausschüsse. Auch bei der Kontrolle der Regierung, einer der wichtigsten Aufgaben des Parlaments, wurde gründlich gearbeitet. Denn die Zahl der Anfragen und Anträge ist ebenfalls gestiegen. Von etwa 5.600 in der vorherigen Wahlperiode auf über 8.000. Rund 3.900 kleine Anfragen, 115 große Anfragen und 3.090 Anträge gingen in den letzten 5 Jahren durchs Parlament. Und auch der Petitionsausschuss, an den sich Bürgerinnen und Bürger bei Problemen mit Ämtern und Behörden wenden können, war gefordert. Etwa 5.300 Petitionen hat das Gremium bearbeitet. In etwa 20% der Fälle konnte der Petitionsausschuss helfen. Ihr seht also, das Parlament war fleißig und hat einiges bewegt.